Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind nach wie vor als deutsch-namibisch unterwegs in dieser Runde. Befinden uns im Individualranking mit 132 Punkten auf Platz 3. Und können uns jetzt langsam wenigstens mal um 4 Punkte von Spanien absetzen. Sind allerdings immer noch hinter der Chinesischen Republik und deutlich hinter dem ersten Platz. Wir haben nach wie vor keine Koalition, sind also nach wie vor alleine unterwegs. Was uns momentan jetzt noch nicht so viele Schwierigkeiten macht, dadurch, dass wir auch den ein oder anderen Verbündeten hier auf unserer Seite in der westlichen Hemisphäre haben. Gestern hat die Folge hier aufgehört mit einer kleinen, wir werden vielleicht von Asien angegriffen, Überraschung. Die hat sich zum Glück verschärft, die Lage. Ich habe ihn entsprechend angeschrieben, habe gefragt, was der Plan ist und wo das Ganze hinführen soll. Und wir konnten uns darauf einigen, dass momentan keinerlei Aggressionen zwischen uns beiden geplant sind. Dann ist natürlich immer die Frage, wie sehr man sowas vertrauen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dem Ganzen schon trauen kann. Und dass wir jetzt aktuell erstmal auf der sicheren Seite sind. Zumal wir auch nicht irgendwie uns momentan in die Quere kommen. Wenn man sich mal die Nationalfarben anschaut, ist er erst momentan hier und breitet sich gerade hier aus. Die fangen jetzt auch an, gegen das Russische Reich vorzugehen, wie man hier... Wo ist es? Wie man hier sehen kann, hat er jetzt aktuell seinen Fokus eher auf die Staaten der DDR gelegt. Wir sind also momentan jedenfalls noch zum jetzigen Zeitpunkt fein raus und müssen uns da um Krieg keine Sorgen machen. Das heißt, unser Plan sollte es vielleicht sein, dadurch, dass er jetzt hier auch anfängt, Krieg zu führen, diesen Punkt hier abzuschneiden, sodass wir Arabien gehen und, Entschuldigung, jetzt musste ich husten, und wir diesen Bereich hier für uns sichern können. Hier ist auch kaum mit Gegenwehr zu rechnen. Das heißt, das sollte ganz gut funktionieren. Ich bin jetzt auch am Aufräumen. Wie man hier sieht, sind hier alle offenen Feindsgebiete von unserem Kontinent bereits verschwunden. Hier verschwindet jetzt bald das letzte Gebiet, glaube ich, von Britisch aus Afrika. Dann dürfte der auch ausgelöscht sein, oder? Ja, genau, die haben noch eine einzige Provinz. Die nehmen wir jetzt irgendwann im Laufe der Nacht ein. Ich glaube, da könnten wir... Ich habe jetzt relativ viele Truppen reingeschickt, weil ich einfach nicht weiß... wie stark mittlerweile das Ding hier ist. Also die Festung ist auf Level 4, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Einheiten da drin sind. Ich glaube, es waren 9 oder 10. Die haben sich natürlich inzwischen auch ein bisschen vermehrt. Dementsprechend schicke ich jetzt, glaube ich, eine etwas zu groß ausgelegte Einheit mit 55 Soldaten da rein. Dürfte allerdings jetzt nicht so dramatisch sein und dann auch ganz gut hinkommen. Ansonsten springen wir mal hier rüber. Haben wir hier ja angefangen, Madagaskar ein bisschen zu ärgern. Das mache ich auch die ganze Zeit so weiter. Ich schicke immer mal einzelne Truppen hoch und nehme mir hier ein Gebiet weg oder zwei. Und ansonsten bin ich aktuell dabei. Wo ist es? Ziel hinzufügen? Nee, hier. Jetzt bin ich dabei, meine Truppen jetzt hier auch zu sammeln. Wir haben mittlerweile hier schon einen 50er-Stack. Das wird jetzt bald auf 60, 70 hochgehen. Und dann sollten wir das mit Unterstützung unserer Flotte. Leider haben wir einen Kreuzer verloren. Ich konnte heute Nacht oder gestern heute Morgen in der Früh leider nicht kontrollieren. Und mich nicht einloggen. Es war einfach keine Zeit, nicht mal kurz reinzuschauen. Und er hat seine eigenen hier einwassern lassen gestern Nacht und hat sich tatsächlich unseren kleinen Kreuzer geschnappt. Das ärgert mich ein bisschen. Aber naja, sei es drum. Lehrgeld bezahlt man auf irgendeine Art und Weise am Ende des Tages dann immer. Ansonsten habe ich vor einer Stunde ziemlich genau die Offensive gegen Südafrika gestartet. Wir haben hier oben unsere drei Geschütze, relativ viele Panzerwagen, da sind gleich nochmal drei und genug Einheiten, sodass wir jetzt einfach hier drauf ballern, bis alle nachgeben und keiner mehr Lust hat, sich zu wehren. Und wenn sich dann so Chancen tun wie hier unten, dass wir ein Gebiet haben, wo zum Beispiel nur eine einzige Einheit drin ist, dann schicken wir unsere Truppen vor und nehmen das einfach direkt ein. Wahrscheinlich werden wir uns das schnappen und vielleicht dann auch schon das. Und dann wird das hier schon ausgedünnt, weil das hier nach wie vor einfach seine stärkste Bereich ist, wo er jetzt auch nochmal 30 Einheiten hinzieht. Aber naja, sonderlich viel Angst macht mir das nicht. Dadurch, dass wir daher auch immer nachsteuern können, wie man sieht, ziehen wir auch hinterher. Und wir haben ihn jetzt mit insgesamt 108 Einheiten umzingelt. Davon dann noch 5 Kavallerie, 4 Panzerwagen, 3 Artillerie. Und besonders die Artillerien kommen ja in 18 Stunden, 1 Tag 10 Stunden, auch schon wieder hinterher. Hier müssten auch noch welche im Bau sein, 1 Tag 7 Stunden und 1 Tag 12 Stunden. Okay. Aber wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Das heißt, in, ich sag mal, 1, 2, 3 Tagen sollte das Ding hier auch gegessen sein. Ich werde jetzt hier nicht reinrushen. Ich werde nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, weil ich nicht weiß, wie unsere zukünftigen
Konflikte aussehen und ich dann jetzt auch anfangen würde, Einheiten so ein bisschen aufzusparen und jedenfalls nicht mehr zu verschwenden. Das wäre mir schon sehr wichtig, weil wir früher oder später hier in Konflikte reinschlittern werden. Wer mich momentan so ein bisschen ärgert, ist Obervolta hier, der irgendwie an Passivität kaum noch zu überwinden ist. Oh, ich glaube, er holt sich das hier holen. Schau mal. Ja, der holt sich das. Ah, perfekt. Das heißt, wir können das hier umändern und fahren hier hoch und greifen dann Arabien an. Soll er das ruhig haben? Juckt mich nicht sonderlich. Wir stehen ressourcentechnisch ganz gut da aktuell. Ja, das heißt, der kann sich das Ding hier gerne schnappen und wir gehen direkt gen Norden. Schnappen uns hier die 6, 7, 8 Provinzen und gehen dann gegen britisch Nigeria vor und holen uns die Sachen, die uns gehören, hier eigentlich wieder zu. Und dann dürfte hier auch schon nicht mehr so viel übrig sein. Spanien hat mittlerweile ordentlich Truppen auf den afrikanischen Kontinent verschoben und erobert hier mehr und mehr Gebiete, was ich auch verstehen kann, da er hier entweder in Krieg mit der DDR gehen müsste oder dann früher oder später gegen Asien. Und da kann ich schon verstehen, dass er versucht, sich hier noch ein bisschen breiter zu machen und größer aufzustellen, statt den Konflikt mit den großen Leuten zu suchen, die sich auch entsprechend wehren können. Wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen den dritten oder vierten Tag mit den Karten und den Operationen. Und ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir das. Also es gefällt mir und es gefällt mir nicht. Aber es ändert das Spiel halt auch einfach grundlegend, muss ich wirklich sagen. Diese spawnbaren Karten, die sind so brutal. Und ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, dass die ablaufen. Das tun sie nicht. Dieses T1 heißt nicht, dass ich die dann von einem Tag einsetzen muss, sondern heißen, dass sie an Tag 1 eingesetzt werden können. Und das ist wirklich etwas, was das Spiel, den Spielverlauf gänzlich ändert. Weil vielleicht ist zum jetzigen Zeitpunkt auch schon mein Video zu den Einheitenkarten online gegangen. Ich plane da jedenfalls aktuell so ein kleines 5 Tipps und Tricks dafür, wie man was machen kann und was man unbedingt wissen sollte. Ich kann es hier ja schon mal erwähnen, oder nochmal erwähnen. Ich kann nur empfehlen, zu lernen, wann man welche Karte spielen kann. Das ist nämlich immens wichtig. Ein Beispiel sei genannt, diese Sturmsoldaten, die kann man ab Tag 4 platzieren und dann brauchen die genau 24 Stunden auf so einer Map und 6 Stunden auf einer schnellen Map. Und die kann man hamstern. Und ich hatte eine andere Map an, vielleicht zeige ich es euch gleich mal, ich weiß es nicht. Ach nee, Quatsch, da bin ich schon viel weiter. Ich habe eine andere Map angehabt und zwar eine Welt in Flammen, so eine hier, eine 100er Karte. Und ich hatte 8 Stück davon durch die Operation im Inventar und ich habe alle 8 am vierten Tag gesetzt und ich habe meinen Nachbar halt einfach in Grund und Boden gestampft, weil er keine Möglichkeit hatte, dem irgendwie was entgegenzusetzen. Und auch diese Karten hier, das sind 10 Stück. Und wenn ich die jetzt platzieren wollen würde, könnte ich in jedes Gebiet eine einsetzen und ich glaube nach 12 Stunden, also nach einem halben Tag, hätte ich dann die Einheiten. Und man startet ja mit 9 Provinzen, also mit 90 Einheiten in Welt in Flammen. Und hiermit kann man sich direkt hochboosten auf 99 Einheiten. Und zu Beginn können 9 Einheiten schon echt einen großen Unterschied machen. Und es sind ja nicht nur solche Einheiten. Ich mache hier gerade auch schon wieder die anderen Operationen. Den Panzerwagen könnte ich auch direkt an Tag 1 setzen. Gleich kommt, glaube ich, auch noch Kavallerie, verdiene ich, glaube ich, wenn ich denn so weit komme. Die kann an Tag 8 gesetzt werden. War die Kavallerie hier unten vielleicht? Nee, ich dachte, man hätte auch, ich dachte, ich hätte irgendwo Kavallerie hier gesehen gehabt. Nee, doch nicht, schade. Ich habe irgendwo bei einer Operation auf jeden Fall mal Kavallerie gesehen. Die kann man auch ab Tag 1 hamstern. Und wenn man dann wirklich in der Lage ist, in so ein Spiel reinzustarten und in seinen 9 Provinzen aus Beispiel 8 Panzerwagen oder 9 Kavallerie starten zu lassen oder nur 9 Infanterie, macht das schon einen gewaltigen Unterschied und ändert das Spiel in vielen Bereichen wirklich grundlegend. Bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt und inwieweit die Sachen dann doch noch alle im Shop auftauchen. Gut, aber das soll jetzt nochmal mein Rant zu den Unit Cards gewesen sein. Ich mache auf jeden Fall fleißig die Operation und als Tipp für euch, wenn ihr die Operation machen wollt und momentan auch welche aktiv habt, in denen ihr einfach nur Provinzen erobern wollt, kann ich euch nur empfehlen, springt in die 31er Tutorial-Karten. Erstens sind die Gegner dort relativ leicht und zweitens kann man da aufgrund der vierfachen Geschwindigkeit super schnell super viel Gebiet erobern. Ich empfehle dafür immer Nordkanada ist es, glaube ich. Richtig einfacher Start. Direkt zu Beginn kann man 3, 4 Gebiete ohne Probleme einnehmen und dann hat man auch mit den Konkurrenten nicht mehr so viel Ärger. Gut, aber das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch und sag bis demnächst.